Hallo, herzlich willkommen zu diesem Let's Show von Minecraft Beta. Heute möchte ich euch das, was ich auf dem Server myminecraft.de gebaut habe, zeigen. Auf dem Server, um darauf bauen zu können, muss man sich in dem Forum von dem Server anmelden. Das heißt auch myminecraft.de. Ja. Der Server hat auch einen TeamSpeak-Server, also ich finde das noch einen coolen Server. Ja, ich habe zuerst Minecraft Offline gespielt, danach habe ich hier gespielt und die Map wurde resettet. Und dann habe ich jetzt hier auf dieser Map gespielt und deswegen habe ich nicht so viel. Und ja, ich zeige euch jetzt, was ich bisher hier gebaut habe. Mein PC stürzt die ganze Zeit ab und das ist jetzt mittlerweile auch während ich normal spiele. Ist jetzt aber schon mittlerweile mein achter Versuch aufzunehmen. Ich hoffe, jetzt klappt's mal. Ja. Schalt mal Nebel ein. So, jetzt müsst's. Ja. Also das ist eins meiner zwei Häuser. Mit 15 Öfen, so einer Kombibox. Da hinten hat sich mein Haus mit einem anderen Haus überschnitten und deswegen ist da so ein paar Blöcke. Hier geht's hoch auf den Turm. Oh, das hängt. Okay. Ich bin oben. Von hier aus hat man halt. Hier ist ein Turm vom Administrator. Mein Turm hat so eine Antenne, die geht bis zum höchsten Punkt. Und da habe ich Fackeln angebracht. Ja, das ist die Map. Ich kann den Nebel jetzt schlecht ausmachen, sonst wird es noch mehr hängen. Ja, es gibt hier zwei. Am Spawn haben viele Leute ein Haus gebaut. Und es gibt auch noch eine kleine Stadt. Da habe ich auch ein Haus. Ich habe an beiden Punkten ein Haus. Und da eine Verbindung dazwischen, ein Tunnel. Ja. Senkrad. Da geht's hoch auf mein Dach und da habe ich so ein Wasser hingemacht. Früher hatte ich den Turm noch nicht, und da konnte ich da halt auch draufstellen. Hier ist ein Mülleimer mit Lava. Hier ist eine unendliche Wasserquelle drin. Moment. Ja, da muss man zwei Ecken, der und der habe ich einen Wasserblock gemacht. Und das ist eine unendliche Wasserquelle, da kann man dann unendlich Wasser sich rausnehmen. Dann habe ich hier. Lagerhaus. Mit da unten eine Reihe Kisten, hier eine Reihe Kisten, da oben eine Kiste und so ein paar Kombiboxen. Da unten geht es eine Mine zu jemand anderem. Von jemand anderem. Da bin ich irgendwie durch Zufall drauf. Hier war so eine, das war so das hier, konnte man sich unendlich Cobblestone draus machen. Aber wird kaputt gemacht und da man Cobblestone sowieso nicht braucht, haben wir es dann auch kaputt gelassen. Hier war eine Farm, hier links war Getreide, hier war Bambus und hier waren Kakteen. Wurde auch mal weggenommen und deswegen habe ich es einfach dann weggelassen. Hier ist die Farm von jemand anderem und da geht es ins Haus von jemand anderem. Haben wir es verbunden. Ja. Ja, das ist mein Skin, den habe ich mal gemacht, weil ich nehme oft einen anderen, aber ich habe den einfach gemacht, keine Ahnung. Hoffentlich stürzt jetzt nicht ab. Ja, da unten geht es in die Mine von jemand anderem. Ich finde den Server richtig cool und so. Da sind fast keine Creeper, also gecreeft wurde ja, glaube ich, noch nie so richtig. Ich erinnere halt manchmal, es gibt ja auch so den Schlüssel, damit man die Boxen abschließen kann und so.
Moment. Hier ist geht eine U-Bahn-Strecke lang. Da. Deswegen muss ich hier runter. Links geht eine Mine, die hat früher jemand anderem gehört. Ich habe da mit dem abgebaut. Und danach hat er die mir geschenkt. Jetzt ist es komplett meine. Die muss ich jetzt nicht zeigen. Das ist eine große Halle da unten. Eine ziemlich große. Das ist wirklich ziemlich groß. Da wurden schon richtig viele Diamanten gefunden und so. Und ich zeige euch jetzt noch kurz mein zweites Haus und bevor das Ganze wieder abstürzt. Hier ist ein Tunnel, den habe ich gegraben, da bin ich durch ein paar Höhlen gekommen und so. Rechts oben ist die Minimap, das ist so ein Programm. Da kann man sich Punkte setzen und sieht halt die Karte. Ich weiß nicht, ob ihr die ganz seht, auf jeden Fall, ich sehe die ganz und ich nehme so einen alten Fraps auf und das nimmt nur die untere linke Hälfte auf. Linkes Viertel. Deswegen spiele ich das nach links unten. Keine Ahnung. Hier geht es jetzt die Treppe hoch. Und jetzt bin ich in meinem anderen Haus. Das sieht fast so aus wie ein anderes. Hier sind nur halt ein paar weniger Öfen und nur so zwei Kisten. Irgendjemand kommt hier mal rein, lässt die Türen auf. Hier habe ich mir auch so Wasser hingemacht. Einfach weil ich. Keine Ahnung, ich hatte. Ja. So. Hier bauen halt auch viele. Ja. Gibt es auch eine U-Bahn-Station und hier ist eine Kirche aus Wolle. Ja. Und dann noch andere Häuser zu verschenken. Ja. Ich glaube, das war's. Wenn ihr auf den Server wollt, meldet euch im Forum an. Den Link stelle ich euch da, auch in die Beschreibung. Ja. Und bevor es jetzt abstürzt, sage ich dann ciao.